zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es wieder mal ans Turnier. Nach zwei Wochen Turnierpause gehe ich heute am Abend erst mit Lemmy in ein Eckipe springen, zusammen mit einer Kollegin, mit Nicole. Und das ist echt ganz normal, also normal, so Standard-Eckipe springen. Der erste Reiter nimmt die ersten 7 oder 8 Sprünge, der zweite Reiter die zweite und ablösen ist fliegen, sprich, wenn ich lande, kann sie springen. Oder umgekehrt, wir wissen noch nicht, wer Reiter 1 und wer Reiter 2 ist. Und ich bin jetzt schon auf dem Weg nach Arberg, wo dann das Turnier ist, wo meine Mutter ist dort am Richten und deswegen, weil ich ja nicht fahren kann mit dem Ross und Arberg auch nicht wirklich weit weg ist, hat sie ihn einfach schon mitgenommen. Ich muss jetzt noch kurz ein paar Sachen einkaufen und fahre dann auch direkt dorthin. Und dann schaue ich noch ein bisschen zu, ein bisschen Fotos machen von anderen. Und dann tue ich ihn mal noch ein bisschen raus, mit ihm spazieren und schaue, dass es ihm gut geht, dass er immer Wasser hat und alles. Und dann etwa so zwischen 7:30 und 8 am Abend starten wir dann unser Equipe. Und zwar, weil es ja auch schon wieder dunkel wird am Abend, wird es dann ein sogenanntes Nachtspringen sein, sprich um Flutlicht, was immer ein bisschen speziell ist, aber sollte eigentlich schon gehen. Aber unser Ziel ist ja vor allem einfach Spass haben und durchkommen. Die Klassierung ist eigentlich in den Springen meistens Nebensache, zumindest für mich. Und hier vor seht ihr sogar meine Mutter mit dem Lemmy hinten drin. So, ich bin jetzt hier auf dem Turnier angekommen und hier ist schon der Lemmy. Ich sehe ihn gar nicht. Ist zu dunkel. Lemmy, ich sehe dich nicht. Und er frisst jetzt da noch ein bisschen. Hi! Und dann gehen wir den mal spazieren. Also, ich bin eine halbe Stunde. Ich gehe jetzt mal ein bisschen vorne schauen, was dort so geht. Dann kommen wir dann auch schon zu unserer Runde in diesem Equipe springen. Ihr seht, wir konnten auch schon etwas früher rein, können, bevor die anderen ganz fertig waren. Ich bin dann mit dem zuerst mal vor der Festwirtschaft durch, weil das ist am Berg meistens das grösste Problem. Wir haben dort noch ein paar Sprünge gezeigt. Nicole ist sie dann melden, weil sie ist schon im Equipe springen vorher gestartet und das war genau die gleiche Bargo, sprich, ihr Rössli sollte ja eigentlich die Sprünge schon kennen. Ja, sie hat gemeldet. Und ich war also Reiter 1 gewesen. Und sie Reiter 2. Ich bin auf 80 cm gegangen und sie dann auf 90 cm. Ich bin Sprung 1 bis 8 und sie Sprung 9 bis 15. 14 oder 15, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich einen angefangen, hier am Rand oben, das 1. Hat mir schon schön genommen. Ist mir dann schön weiter galoppiert, wirklich ohne, dass ich viel machen musste. Hierfür aufs 2 hat er wieder einen schönen Flug genommen. Dann bin ich hier vor durchgewendet, rechts oben. Aber dann hinter dem braunen durch, nicht ganz vor durch. Hier aufs 3 hat er mir auch wieder schön aus dem Fluss genommen. Habe ich hier auch recht eng können wenden aufs 4. Da haben wir wirklich alles ganz schön genommen. Hier das 5 musste ich ein bisschen drücken, aber hat dann auch ohne Probleme genommen. Ich dort vor dem einen Sprung durch können. Hier aufs 6. Auch ein wunderschöner Sprung. Dann bin ich hier lieber ein bisschen weiter, weil Doppel. Dann habe ich hier beim Einsprung kurz ein bisschen angetatscht. Dafür ist er dann schön durch den Doppel und die Stange ist Gott sei Dank oben geblieben. Und dann ist sie noch auf den letzten gegangen, ist mir ein bisschen dicht gekommen und dann hat Nicole auch schon ihre Runde anfangen. Und sie hat
wirklich schöne und vor allem schnelle Nullfehlerrunde können zeigen können, die ich euch jetzt hier auch drinnen lasse. Und mit diesen zwei schönen Runden haben wir uns dann auf dem dritten Rang können klassieren, was mich natürlich sehr freut, weil ich finde, klar, Ekipenspringen ist nur so zum Spass, aber wenn man dann so im Team Erfolg hat, ist das immer noch mal ein bisschen schöner. Und ich hoffe, dass ich auch nächstes Jahr wieder jemanden finde, der mit mir ins Ekipen kommt. Mit dem Flo und Tamara Fahrer mit dem Lehmann.